Ich bin Tim Baumgartl von der Firma Azo GmbH in Osterburgen und ich freue mich sehr, jetzt hier auch bei der Bauer Summit mitmachen zu dürfen. Jetzt, wo ich auch letzte Woche schon einen Vortrag hatte bei der SharePoint Summit von Solution to Share. Und persönlich finde ich die Bauer Summit jetzt natürlich mega, weil die Farbwahl ist natürlich sehr CI-technisch abgesehen. Finde ich sehr gut. Azo hat auch die Farbe Orange als CI-Farbe. Von dem her schickes Shirt, kriege ich auch so eins. Und bei mir werde ich jetzt definitiv mal mal ein bisschen euch erklären in diesem Vortrag heute, wie es Azo GmbH geschafft hat, innerhalb des letzten Jahres und jetzt seit Oktober auch wirklich live, trotz der Reisebeschränkungen, die aktuell überall auf der Welt sind, Corona-bedingt, es zu schaffen, die Leute, wirklich unsere Kunden, unsere Lieferanten mit einzubeziehen in Termine, die normalerweise eigentlich eher Präsenztermine sind. Und dafür habe ich eine kleine Agenda vorbereitet. Wenn ich meinen Bildschirm geteilt habe, kann ich damit auch loslegen. Und ich sehe, ihr seht. Perfekt. Genau, richtig. Hier eine kleine Agenda für den heutigen Tag oder für die nächste halbe Stunde, wo ich euch ein bisschen was über diesen Prozess erzählen möchte. Als allererstes, damit ihr versteht, wo überhaupt diese Idee kommt und was wir überhaupt machen, eine kleine kurze Firmenpräsentation, was Azo GmbH in dem baden-württembergischen Osterburgen überhaupt macht. Die Anforderungen, die an uns gegeben wurden, einfach Anfang des Jahres 2020, als diese ganzen Reisebeschränkungen so wirklich aufkamen. Dann Punkt 3, zeige ich euch ein bisschen, was für verschiedene Hardwares wir durchgetestet haben und zu welchen Erkenntnissen wir gekommen sind. Letztendlich, Spoiler, man sieht es schon in dem Titel der Präsentation, es ist zur HOSE 2 sich entschieden worden, aber genau den Schritt dahinter zeige ich euch. Wie es seit Oktober 2020 aktuell verwendet und verwaltet wird. Und am Ende zeige ich euch einen kleinen Ausblick, wie wir hier weitermachen wollen. Und welche weiteren Schritte wir mit der HoloLens und dem ganzen Thema Augmented Reality machen wollen. Genau, Augmented Reality, wie kommt es dazu überhaupt? Ich bin eigentlich Softwareentwickler bei der Firma Azo GmbH, bin in der IT-Abteilung und bin eigentlich hier Softwareentwickler. Seitdem das Thema Microsoft 365 und SharePoint, Teams, alles aufgekommen ist, bin ich hier administrativ tätig und bin der sogenannte Enthusiast innerhalb der Firma, mache hier auch Schulungen und sowas und seit neuestem sogar regelmäßig solche Live-Events mit genau diesem Equipment. Deswegen habe ich das auch. Und so ist auch dieser Kontakt entstanden zu Solution to Share, denn wir benutzen den Collaboration Manager für SharePoint-Seitenprovisionierung und den Teams Manager von Solution to Share bei uns in der Firma und deswegen kam dieser Kontakt auf. Genau. Und ja, und ganz genau zum Thema Microsoft 365 und SharePoint etc. kam dann irgendwann bei mir 2018 das ganze Thema Virtual Reality und Augmented Reality mit dazu. Ich habe jetzt gerade nicht die HoloLens da, aber beispielhaft einfach mal die Oculus Quest 2. Da bin ich ein Riesenenthusiast dafür. Mich interessiert das Thema brennend. Und deswegen war das für mich ein sehr schönes Thema, mich darum zu kümmern, um das Thema Augmented Reality. Ganz genau. Kurze Mini-Zahlen zu der Firma Azo. Wie gesagt, wir sind in Osterburgen in Baden-Württemberg sesshaft und wir wurden gegründet 1949 von unserem Namensgeber Adolf Zimmermann und seiner Frau Marianne. Und seit 2016 haben wir etwa über 1000 Mitarbeiter weltweit. Wo genau, seht ihr gleich nochmal genauer. Und auch unser Umsatz, der steigt, kann sich auf jeden Fall auch zeigen lassen. Ganz grundlegend haben wir in Deutschland drei Standorte. Einmal in Osterburgen, wo ich die ganze Zeit erzähle und auch wo mein Büro sich befindet. Da hier ist dann wirklich der Bereich der Anlagen, des Planens dieser Anlage und des Bauens der Anlage. Denn wir sind nämlich automatisierte Anlagenbauer. Wir machen verschiedene Systeme, zum Beispiel irgendwelche Big Bag Entleerstationen, Siebmaschinen, damit irgendwelche Rezepte unseren Kunden auf den Punkt gebracht, exakt zur richtigen Grammzahl, exakt zur richtigen Geschwindigkeit an einem gewissen Punkt dosiert, gefördert, gesiebt, gewogen werden. Alles, damit es eben exakt zu diesem Punkt wirklich gemischt wird und es dem Kunde dieses Endprodukt liefert. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Anlagensteuerung und dafür haben wir unseren zweiten Standort in Neckarsulm und auch in Hannover. Das ist dann unser Bereich der Automatisierung. Und wenn irgendwo bei Pasten oder bei Zahnta zum Beispiel irgendwelche Flüssiggüter dazukommen müssen, dann haben wir noch in Neuenburg am Rhein, auch Baden-Württemberg, noch die Firma Azo Liquids mit dabei. Und grundlegend haben wir in der ganzen Welt ein paar Standorte, zum Beispiel in Amerika, Frankreich oder auch in
den ich erinnere. Und ihr seht hier an der Karte, wir sind entweder durch Vertretungen vertreten oder wirklich mit einer eigenen Schwestergesellschaft in dem Land. Und unsere Kunden reichen über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg. Wir haben die Nahrungsindustrie, dann vital für irgendwelche, zum Beispiel Tabletten, Pharmazeutika, Chemie für Körperpflege, Farben und Lacken. Und auch wir haben eine Poly-Abteilung für solche Kunststoffe, für Dryblend- und Compounding-Anlagen. Ganz genau. Hier ist ein kleiner Blick in unser Präsentationsraum für Kunden. Und den sehen wir später nochmal interessanterweise ein bisschen genauer. Denn genau da habe ich ein kleines Video vorbereitet. Und ihr seht hier, dass auf jeden Fall unsere Anlagen sehr, sehr detailliert sind. Und auf jeden Fall ist jede Anlage anders. Wir haben die Losgröße 1. Jede Anlage ist anders und muss neu geplant werden. Und wenn so eine Anlage geplant ist, Förderversuche, witzigerweise im Nebenraum, da wo hier links hinten die Wand Azupoly, Azufood steht, genau auf der anderen Seite werden Versuche durchgeführt. Und wenn die zu dem Kunden durchgeführt worden sind und die Anlage steht, dann muss noch ein sogenannter Factory Acceptance Test, eine Abnahme, ein FAT, stattfinden, damit die Anlage wirklich zum Kunde geliefert wird. So, die Versuche, der FAT und dann auch später die Inbetriebnahme, alles Termine, die eigentlich Präsenz erfordern. Und genau da kam dann plötzlich Anfang 2020 das Thema Pandemie uns in die Quere. Und plötzlich hatten wir eingeschränkte Reisemöglichkeiten, sowohl für Azo-Mitarbeiter, die gerne irgendwo hinfahren würden, für zum Beispiel eine Inbetriebnahme auf die Baustelle, deswegen hier auch der richtige Ort auf der Bausummit. Und eben auch für die Kunden. Das heißt, die Kunden können nicht zu uns kommen, ihre Rohstoffförderversuche durchführen oder zum Beispiel diesen Factory Acceptance Test durchführen. Also haben wir die Anforderung, wie können wir es dennoch schaffen, die Kunden und unsere Lieferanten zum Beispiel auch mit einzubeziehen in solche Termine, die eigentlich üblicherweise Präsenztermine sind. Und da eben, wie gesagt, diese Beispiele, unsere Versuche, FATs und Inbetriebnahmen. Dabei wäre es schön, wenn wir das Ganze schon digital machen, dann auch eine Möglichkeit zu haben, wie man mit dem Video interagieren kann. Wie also der Kunde nicht nur einfach stumpf ein Video sieht, zum Beispiel, okay, wir haben jetzt hier eine Handykamera und er sieht das alles super, er kann das kommentieren, sondern nein, wir hätten auch gerne eine Möglichkeit, dass er irgendwo hier reinzeichnen kann. Wir sind auch Benutzer von TeamViewer. Hier gibt es zum Beispiel auch dieses Prinzip TeamViewer Pilot, wo ich wirklich irgendwo etwas reinzeichne und mit sogenannten wirklich sticky Anmerkungen an einem 3D-Modell wirklich an einer Fläche einen Kommentar hinterlassen kann. Zum Beispiel hier ist jetzt mein Bildschirm. Ich umkreise diese Ecke des Bildschirms und sage, bitte zeigen Sie mir davon noch mal ein paar weitere Details. Und noch eine andere Anforderung, einfach der Bequemlichkeit halber. Es wäre schön, wenn wir die bereits etablierte Plattform Teams benutzen könnten. Denn, wie schon gesagt, sind Teams, deswegen auch der Teams-Manager von Solution to Share. Teams ist bereits bekannt in der Firma. Es ist weit verbreitet in der Welt, sodass auch wenn wir irgendwelche Leute mit einbeziehen wollen in diese Prozesse, die eigentlich vorher Präsenz waren, schon direkt die Information da ist, wie bediene ich dieses Tool. Deswegen, hier wäre es sehr schön, Teams zu benutzen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir dann auch eine Dokumentation haben. Wir haben ja die Möglichkeit, den Teams aufzuzeichnen. Das waren die Anforderungen. Also haben wir uns mal dran gemacht, ein paar Dinge zu testen. Als allererstes, was ich auch gerade schon gesagt habe, warum können wir nicht einfach ein Team an irgendeinen Stabilisator dranhängen und fertig? Naja, es klingt erstmal sehr gut. Auf dem Screenshot hier habe ich jetzt eigentlich nur die Kamera, aber deswegen ist ja auch der Haken bei Teams. Man könnte hier natürlich Teams drauf laufen lassen, den Kunde mit einladen in eine Teams-Besprechung und dann könnte der Kunde hier einfach zugucken durch die Teams-Besprechung. Soweit, so gut. Das läuft cool. Ich kann die Aufzeichnung machen und das haben wir auch im Anfang so gemacht. Wirklich im Anfang des frühen Jahres 2020 hatten wir so einige Termine, weil besser als nichts. Absolut klar. Aber diesen Stabilisator, den trägt jetzt hier gerade aktuell der Kollege in hellgrün, aber es ist auf jeden Fall nicht freihändig. Irgendeiner muss irgendwo mindestens eine Hand frei haben für die Kamera, sei es mit dem Smartphone geführt oder sei es mit dem Stabilisator. Wir haben jetzt hier eine zweite Person, die dann präsentiert. Aber wenn es drauf ankommt und ich bin an der Baustelle und ich habe nur eine Person dort und sei es der Kunde, hätte der eine Hand nur. Das ist natürlich schade, deswegen freihändig ist es nicht. Und diese Idee mit dem, der Kunde kann mir ins Blickfeld reinmalen, kann hier was machen und sagen, hey, ich sehe da irgendein Typenschild, können Sie da bitte mal näher hingehen, ich möchte es sehen. Besser als, okay, sehen Sie das da rechts unten, das ist natürlich ein bisschen besser, dann so eine Anmerkung zu machen, das geht hier auch nicht. Also, nächstes Produkt getestet, hatten wir auch da im Frühsommer 2020 die Augmented Reality Brille RealWear HMT1. Teams, check. Das läuft alles über Sprachsteuerung. War sehr witzig. Ich musste mein Passwort dann laut im Büro schreien. Ich habe ein paar Mal rückgemacht, damit man das nicht mitschreiben kann.
Und klar, hier geht Teams. Ich konnte auch da meine Kollegen anrufen. Die Kameraleistung war auch nicht schlecht. Und vor allem der Akku überzeugt hier. Ich habe hier links und rechts jeweils einen Akku, der läuft. Und das war eigentlich echt eine gute Sache. Ich habe sogar hier jetzt das Feature, was ich vorhin bei dem Teams-Smartphone nicht hatte. Ich bin freihändig. Das heißt, ich bin auf der Baustelle oder bei dem FAT und ich kann frei gestikulieren, kann vielleicht auch irgendwo was anfassen, kann irgendwas bewegen und ich habe beide Hände frei dafür. Thema der Interaktion ist hier leider nicht gegeben. Und außerdem, also ich sehe natürlich dieses Video, ich kann das teilen, so wie auch beim Handy, aber ich habe nicht die Möglichkeit, dem Kunde zu sagen, und jetzt mal mir ins Blickfeld rein. Was wir uns sehr gewünscht hätten und außerdem, man sieht es auf dem Bild relativ gut, die Kamera ist zwar hier oben und stört mich überhaupt nicht in meinem Blickfeld, aber es ist so eine Art Arm, so eine Art Greifarm, der hier unten unter meinem Blickfeld ist. Den kann ich auf jede Seite machen. Ich habe vergessen, wie man das umklappen kann, aber das ging auf jeden Fall. Ich kann das sowohl links als auch rechts machen. Dann habe ich hier unten links so ein kleines Display, in dem ich meine Inhalte sehe. Und wenn dann beispielsweise der Kunde seine PDF-Dokumentation oder meinetwegen eine Stückliste, die er parallel bei dem FAT offen hat, aufhat und mir was zeigen möchte, dann muss ich da schon sehr genau hingucken, um da überhaupt was zu erkennen. Ich persönlich war kein großer Fan von diesem Display, zumal es mein Blickfeld nicht erweitert hat, sondern mir mein Blickfeld blockiert hat auf dem einen Auge. So habe ich auch gemerkt, dass ich auf dem einen Auge eine Hornhautverkrümmung habe. Das wusste ich davor nicht. Danke dafür, Readware. Aber dafür kann es wahrscheinlich nichts. Aber das ist mir dabei aufgefallen, weil ich hatte plötzlich hier was auf dem Auge, weil ich es da dann plötzlich besser gesehen habe. Und plötzlich habe ich nichts mehr gesehen. Das ist schlecht. Und das fanden wir nicht so schön. Hier ist eher der Fokus auf Outdoor, schätze ich mal. Es gibt auch genug Bilder im Internet zu dieser Brille, die stattfindet mit solchen Helmen, solchen Sicherheitshelmen. Deswegen, ich denke, diese Brille hat seine Vorteile, vor allem wegen dem großen Akku und der Robustigkeit. Aber für unseren Fall war es nichts. Und so hatten wir den glücklichen Fall, dass wir eine HoloLens 1 testen konnten. Ein DHBW-Student von uns hat Experimente damit gemacht, hatte die zufällig da, nach Freigabe dafür gebeten und uns dann die Bestätigung gegeben, wir können das mal ausprobieren. Und wir haben darauf gesehen, mit der HoloLens 1, dass das schon sehr, sehr schön war. Ich habe eine Brille vor meinem Auge, das mein Blickfeld erweitert. Ich habe immer noch meine ganze Sicht wie vorher. Hier hängt kein Display irgendwo rum. Ich habe einfach diese durchsichtige Linse, deswegen HoloLens, direkt vor meinem Gesicht. Und mir werden holographisch irgendwelche Inhalte angezeigt. Zum Beispiel ein Menü auf meinem Arm. Und ich kann dann einfach irgendwelche Menüs bedienen, indem ich irgendwo hinzeige, so ein Laserpointer auf meinem Zeigefinger rausgeht und ich draufdrücken kann. Extrem angenehm zu benutzen. Und wir haben uns dann die HoloLens 2 im Spätsommer angeschafft und gemerkt, da ist es sogar noch besser, wenn man hier Fenster zu sich herziehen kann und das mit dem Finger wirklich bedienen kann. Also für die Ergonomie wirklich extrem entspannt. Und hier hatten wir den Fall, ja, Teams geht auch. Teams geht sogar noch einen Tick besser. Ein Programm, das ich nicht wusste, dass es existiert. Es gibt eins, das nennt sich Dimex 365 Remote Assist. Es gibt es scheinbar auch für Handys, aber eben auch für die HoloLens. Und hier hat man ganz plötzlich, sobald ein Gerät mit Dimex 365 Remote Assist in einer Besprechung ist, eine weitere Leiste, in der man dann jemandem ins Blickfeld malen kann. Ich zeige gleich Screenshot-Videos. Und klar, mit so einer Brille, ich bin auf jeden Fall freihändig. Ich muss nicht irgendwo die Brille festhalten oder sowas. Ich habe beide Hände dafür frei, für den Fall, dass ich irgendwo auf der Baustelle bin und beide Hände brauche. Das geht. Und wie gerade gesagt, mit dieser Version von Teams, die so Remote Assist heißt, habe ich die Möglichkeit der Interaktion durch Kunden, durch Zuschauer, egal wen. Und das lässt sich integrieren ins ganz normale Teams. Ich bin dann einfach in einer Teams-Besprechung, lade den dafür zuständigen User ein, den haben wir genannt HoloLens. Und dann klingelt es in der Brille. Die Brille geht auf Annehmen und die Brille ist in der Besprechung mit drin. Also das läuft echt super. Und deswegen mal kurz auf den nächsten Punkt. Wie sind wir dann im Spätsommer weitergegangen? Im Spätsommer haben wir das ein bisschen getestet, erfolgreich gecheckt, dass das so läuft, wie wir es wollen. Auch die Aufzeichnungen sahen super aus. Und so ist es so, dass wir dann Ende Oktober oder Mitte Oktober live gegangen sind, das groß präsentiert haben in der Firma. Und auch Leute auf uns zugekommen sind, die das testen wollten, die auch diese Version mit dem Handy-Stabilisator getestet hatten, aber gesagt haben, das ist nicht so ganz das Wahre und das mal getestet haben. Und so haben wir seit Oktober im Schnitt etwa 2 Termine pro Woche. Klingt erstmal wenig, aber auf den Schnitt gesehen bedeutet das, eine Woche ist mal komplett Power durchweg, mehrere Besprechungen an einem Tag, wo die Leute sich untereinander abstimmen müssen, sodass wir jetzt demnächst überlegen, uns eine zweite Brille zu holen. Und das bedeutet aber auch, dass irgendwo mal ein bisschen weniger los ist. Gerade um den Dezemberwochen war natürlich wenig los.
Aber insgesamt haben wir Stand heute etwa 16 Personen geschult. Das heißt, selbst diese Schulungen für die Brille kann ich remote machen, ganz im Zuge der Pandemie. Ich habe auch jetzt witzigerweise gleich um 15 Uhr nochmal eine Besprechung, wo ich hier sitze, nicht in der Firma, und über eine Teamsprechung dem Kollege zeige, wie er die Brille aufsetzt. Dann in der Brille geht er in diese Besprechung mit mir rein und dann zeige ich ihm die Funktion der Brille, obwohl ich gar nicht bei ihm bin. Also eigentlich echt eine Wahnsinnssache. Und so haben wir insgesamt 16 Kollegen gerade geschult, die dann eben die aktuellen Anwendungsfälle abdecken, wie zum Beispiel diese Abnahmen. Da hatten wir jetzt schon auf jeden Fall etliche und bei denen wirklich die Kunden auch absolut zufrieden sind. Ganz, ganz detaillierte Fragen stellen können, nebenher in der Entspanntheit ihres Zuhauses oder meinetwegen ihrer Firma hier ihre Papiere haben, die Zeichnungen, was besprochen war. Und dann gehen sie einzeln durch. Ach ja, ich habe hier die Position 1.10, die Siebmaschine. Können Sie da bitte gerade mal hinlaufen? Und dann zeigen Sie mir das. Und dann, oh, was ist denn das für eine Schweißnaht? Ich male es mal auf. Da ist die Schweißnaht. Bitte da mal weiter hingucken. Das interessiert mich ja. Und eben auch diese Versuche. Irgendwo werden Kunden Experimente von uns gezeigt, irgendwelche Neuentwicklungen oder diese ganz normalen Rohstoffversuche, bei denen sie hier einfach mit dazu einsteigen können. Das klappt soweit wirklich Wahnsinn. Die Leute sind natürlich immer mal dieselben, vor allem in der Abteilung, die diese Versuche macht, sind es einfach zwei, drei Leute, die geschult sind und alle anderen, die jetzt diese FATs, diese Abnahmen gemacht haben, die lassen sich das eben kurz von mir zeigen und dann klappt es auch schon. Das WLAN dafür ist eigentlich echt gut bei uns in der Firma. Wir haben das oftmals so gemacht, dass wir einfach in den Fertigungshallen herumgelaufen sind mit dieser HoloLens und die Verbindung war Wahnsinn. Im Keller von unserem Versuchszentrum, weil da irgendeine Neuentwicklung aufgebaut worden ist, war die Verbindung nicht mehr ganz so super. Und dafür haben wir dann einen Hotspot verwendet, einen mobilen Hotspot mit nur, ich glaube, 5 Mbit waren das, die dann da unten ankamen, weil die Verbindung da unten im Keller natürlich nicht so gut war. Warum erzähle ich das? Natürlich fragt man sich jetzt, warum ich hier auf der Bause mit einem Vortrag mache, aber sagt, wenn man eigentlich Stand heute nur Abnahmen und Versuche, naja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass solche Feldtests außerhalb von Azzo überhaupt kein Problem sind, also außerhalb des Firmengeländes. Und wir haben das auch schon gemacht. Wir haben nämlich externe Lagerbestände, wo wir sagen, okay, wir haben in demselben Ort, aber außerhalb des Firmengeländes einen Ort, wo irgendwelche Anlagen von uns zwischengelagert werden, die noch nicht bereit sind, zu versendet zu werden. Und genau da sind wir schon hingefahren, haben diesen Hotspot eingeschaltet, die HoloLens reingeladen und dann hat das ganz normal geklappt. Und überraschender Fakt, ich habe nachgelesen, wie viel Bandbreite Teams benötigt für einen guten Videoanruf. Und laut deren Aussage reichen 1 Mbit. Und ich kann das nur bestätigen. Deswegen, wenn wir irgendwo so einen Außendienstfall haben, so eine Inbetriebnahme, dann werden wir das auf jeden Fall nutzen, werden das ausprobieren. Denn ich bin mir zu 100% sicher, dass da überhaupt nichts dagegen spricht. Weil, wie gesagt, wir haben es schon gemacht. Im selben Ort, aber trotzdem außerhalb des Firmengeländes. Ich bin hier in einem Webinar mit Solution to Share. Deswegen darf auf jeden Fall etwas nicht fehlen. Die Verwaltung dieser Virtual Reality Equipment und auch dieser Augmented Reality Brille, die wir jetzt haben, die läuft über eine SharePoint-Liste. Ihr seht es hier unten. Wir haben eine Equipment-Buchungen mit einem internen Ansprechpartner. Wer führt das durch? Das sind dann die Leute, die geschult sind. Und rechts nochmal eine angepasste Power-App, mit der ich das Ganze buchen kann. Kleine Anmerkung am Rande. Klappt auch sehr gut mit der Verwaltung hier. So sieht das Ganze dann aus. Und Interfact, das ist dann tatsächlich unser Außenlager. Das ist bei einer Firma im selben Ort wie in Osterburgen, aber ist auf jeden Fall nicht unser Firmengelände. Das heißt, irgendwo auf der anderen Seite dieser Halle befindet sich gerade der Hotspot und da wurde dieser hier durchgeführt. Und man sieht es relativ gut. Wir haben jetzt links die Person, die die HoloLens trägt und dem Kunde die Möglichkeit gibt, hier zuzugucken. Deswegen auch wichtig, dass es eine andere Person ist. Wenn man die Manpower hat, machen wir das lieber getrennt, weil dann kann man in Ruhe stehen, den Kopf ruhig halten und die andere Person kann Messungen durchführen, wie wir es hier aktuell gerade sehen oder auf dem Foto. Und natürlich, wie gesagt, wenn man nur eine Person wäre, muss man halt vorsichtig sein, dass man einfach sich nicht zu arg bewegt und nachdem man Messungen gemacht hat, ein Stück zurückgeht, dass auch die Kunden sehen, was man da eigentlich sieht. Natürlich, wenn man zu nah dran ist, sieht man wieder wenig als Zuschauer. Und ein drittes Bild, so sieht es dann aus in Teams. Und jetzt kommt genau dieser Part, was ich gerade gesagt habe. Ich als alter Teams-Profi, dachte ich eigentlich, wusste nicht, diese Leiste da oben existiert, dass die überhaupt irgendwo eingebaut werden kann. Und das kommt genau von diesem Dynamics 365 Remote Assist. Diese Version von Teams,
die ich auf der HoloLens laufen lassen kann. Und sobald die HoloLens in der Besprechung mit drin ist, das ist der User ohne Bild. Ich glaube, hier unten irgendwo steht HoloLens One. Sobald der mit drin ist, erscheint diese Leiste. Und man sieht es hier recht gut. Ich habe die Möglichkeit, ganz links einen Pfeil zu erstellen. Ich wähle eine Farbe aus. In dem Fall habe ich gelbe Pfeile gewählt. Und die Brille erkennt anhand der, ich glaube, insgesamt 4 Kameras, die an der Front angebracht sind, die Tiefe des Raumes. Das heißt, der versteht hier, dass etwas gerade, dass es dieser Stahlträger hier rüber geht und da etwas runter geht. Und so hatte ich die Möglichkeit, in dem Fall war das sogar der Kunde, ich habe einfach nur mitgeschnitten, diese Pfeile zu setzen. Und zwar wirklich auf diese Tiefenerkennung. Wenn jetzt wirklich hier ein Tisch wäre, hier ist ein Tisch, wenn ich hier wirklich die HoloLens auf hätte gerade, dann könntet ihr mir hier auch reinmalen, auf den Tisch irgendwelche Nachrichten hinterlassen, an den Monitor irgendwelche Sticky Notes hinterlassen. Wirklich eine Wahnsinnssache. Und genau das habe ich auch gerade ja schon gesagt. Nebendran, das Stift-Icon ist dafür da, dass ich wirklich auch reinmalen kann in das Blickfeld. Das heißt, ich habe nicht nur die Möglichkeit, diese Pfeile zu machen, auch in anderen Farben. Gelb sieht man schlecht. Irgendwie blau oder rot war da schon ein bisschen besser. Aber hier kann ich auch malen. Das heißt, jemand guckt zum Beispiel eine Wand an oder auf den Boden. Dann kann ich auch was einzeichnen. Ich kann was malen. Da kann man sehr viel Spaß damit haben. Und nebendran, schade, habe ich gar keinen Screenshot, aber man sieht es, glaube ich, in dem Video. Nebendran ist noch so ein Anhang-Symbol. Und das ist echt praktisch. Ich als Zuschauer dieser Besprechung kann eine PDF hochladen. Die erscheint dann plötzlich einfach mitten im Blickfeld des HoloLens-Benutzers. Und da kann dann dieses PDF, wenn das einfach erscheint, zum Beispiel irgendeine Dokumentation oder zum Beispiel irgendeine Stückliste, der kann das einfach packen, bisschen größer ziehen und irgendwo an die Ecke legen, wo er es dann wieder angucken kann, wenn ich da irgendwas davon ablesen möchte. Also auf jeden Fall denkbar für Service, für Inbetriebnahme. Da sagt alles klar, du, lieber Kunde, setzt dir die Brille auf. Wir haben Experten bei uns im Haus. Wir schulen dich ganz kurz, wie du die Brille benutzt, setzt sie dir auf und wenn du dann bei der Inbetriebnahme bist, dann sagen wir dir, was du machen musst. Aber hier ist noch die Doku, die du durchklickst und hier ist nochmal ein Bild von, wo du besonders darauf achten musst. All diese Dinge sind damit denkbar. Und ich habe das Ganze leider nicht als Live-Vorführung dabei, unter anderem darum, weil es hier unaufgeräumt aussieht und außerdem, weil es ein bisschen kleiner gewesen wäre, das hier in AirMeet reinzumachen. Fun Fact. In Teams Live-Events kann man die HoloLens mit reinladen. Ich habe das schon getestet. Das heißt, dafür wäre es möglich gewesen. Und jetzt hätte ich irgendwo ein Teams aufmachen können und mit einem Teamviewer drauf. Aber diesen Aufwand habe ich uns gelassen und habe hier stattdessen ein kleines Video, wo ich den Sound hoffentlich aus habe. Ja, wo wir das im Grunde mal aufgenommen haben. Hier sieht man dieses holographische Menü. Fun Fact, man sieht hier, da sieht man es jetzt leider gerade wenig, aber man hat hier wirklich dann so ein Windows-Symbol auf der Ader, kann hier draufklicken, um dieses Menü zu öffnen oder zu schließen. Man sieht, in welchem WLAN man ist, ob der Sprachrad aktiv ist, wie viel Prozent der Akku hat und irgendwelche verschiedenen Apps. Eine App davon ist dann Remote Assist. Und wir sehen das hier recht gut. Die Person, witzigerweise dieselbe von dem Bild eben, hat die Brille auf. Kollege ist nebendran. Ich habe in diesem Beispiel den Kunde gespielt. Und wir sehen jetzt hier leider nicht meinen Desktop, also wie ich diese Bilder reinmale, sondern die Aufzeichnung. Das heißt, ich war Kunde und hier siehst du die Aufzeichnung. Hier habe ich gesagt, hey, bitte einmal die Bedienhöhe messen. Ich sehe das natürlich recht schlecht, Aufnahme und auch beim Zuschauen. Aber ich habe die Möglichkeit, dann einfach zu fragen, okay, was gibt es denn da? Und die Person mit der HoloLens kann dann auch weiterhin mit der Brille und kann das für mich ablesen. Genau, irgendwo demnächst weiter unten, genau, male ich dann hier wirklich auch drauf. Noch irgendwelche Stifte. Hier zum Beispiel habe ich jetzt einen blauen Stift oder einen blauen Pfeil gemacht. Bitte von hier nach da, ihr seht diese zwei Striche, einmal messen, einmal gemacht. Und wie gesagt, für Kunden absolut super bis jetzt. Nur positives Feedback gehört. Hier habe ich jetzt auch gerade nochmal diese 3D-Erkennung genutzt, um zu sagen, hey, bitte zeig einmal den Abstand vom Boden bis zu der Siebmaschine, die wir hier haben. Genau. Ja, das hier sogar mit schönem Azu-Logo, Meterstab, so gehört sich's. Dieses Video haben wir mal irgendwo, wie gesagt, spontan aufgenommen in genau diesem Ausstellungsraum, den wir vorhin gesehen haben in der PowerPoint-Folie ganz am Anfang. Und genau, das ist die Funktionalität der HoloLens einmal als Teams-Aufzeichnung. Kleiner Ausblick, was möchten wir als nächstes angehen? Ich habe es vorhin schon gesagt, wir möchten weitere Anwendungsmöglichkeiten des Remote-Supports ausprobieren, außerhalb des Firmengeländes. Wir haben es zwar schon genutzt außerhalb des Firmengeländes, aber wir möchten weitermachen mit Inbetriebnahmen, Service vor Ort. Und wie ich schon gesagt habe, es ist absolut denkbar, dass wir, wenn wir den Kunden ein bisschen eingewiesen haben, auch so eine Brille
hinschicken können, entweder als Leihgabe oder wenn der Kunde sowas sowieso schon hat. Und wir können ihn hier ein bisschen einweisen, einfach eine ganze Dienstbesprechung eröffnen und damit dann anweisen, wie zum Beispiel hier ist die Bedienungsanleitung, jetzt bitte in der Seite 5 nachgucken, was hier zu beachten gibt. Wie schon gesagt, ein Mbit reicht laut Teams-Doku und das kann ich nur bestätigen. Ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen arg mehr ruckelt, aber es ist überraschend, was das, ich glaube, Protokoll UDP müsste es dann sein, mit dem ich Videotelefonie optimieren kann, was das wirklich leisten kann. Also damit war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir arbeiten parallel noch an einem Daten, das wir dann mitschicken wollen bei jedem Angebot und das auch nach der Pandemie. Das heißt, wir möchten gerne in wenigen Wochen fertig haben, dass jedes Mal, wenn ein Angebot geschickt wird, in dem es auch um Versuche und auch um FATs geht, hey, lieber Kunde, wir haben übrigens die Möglichkeit, dass wir diese Termine gar nicht machen müssen, wo wir Präsenz zeigen müssen und das einfach später machen können über die HoloLens. Und zwar, sorry, nicht später, jederzeit einfach mit der HoloLens, weil man da einfach zugucken kann. Und das, wie gesagt, auch nach der Pandemie, denn das klappt so gut und zeugt so von technischem Know-how, dass wir der Meinung sind, dass spart eigentlich nur Kosten, Reisekosten, Übernachtungskosten, spart Zeit für die ganzen Teilnehmer und ist auf jeden Fall genauso, wenn nicht sogar flexibler, vor allem wegen der Aufzeichnung. Natürlich, wenn wir schon so eine Augmented Reality Brille haben, mit der HoloLens 2 möchten wir noch ein paar andere Möglichkeiten ausprobieren, wie zum Beispiel das Überlagern von 3D-Modellen über reale Anlagenteile. Sowas suchen wir auch aktuell parallel, da haben wir schon einige Angebote laufen, denn sowas ist für Services natürlich auch sehr gut denkbar. Oh, ich weiß, es steht demnächst irgendein Service an für meine Anlage, also laufe ich einfach zu meiner Anlage, gucke auf meine Anlage, es wird erkannt, das ist eine Siebmaschine von dem und dem Typ. Er erkennt direkt, das ist das Auslaufventil und da steht regelmäßig eine Wartung an. Dann wird irgendwo im Hintergrund die Info da sein, wie das zu teilen ist, zu tauschen ist. Irgendwo ein Video nebendran angezeigt, irgendwo eine Dokumentation angezeigt, mit der ich das dann durchführen kann. Genau, irgendwelche Bedienungshinweise, irgendwelche Sicherheitshinweise. Und das in Richtung Augmented Reality, das Thema Virtual Reality interessiert uns auch sehr stark. Das benutzen wir parallel schon seit 2018 zur Anlagenvisualisierung und zum in jedem Prozess des Projektes, wirklich in der wirklichen Anfangsfindungsphase von so einem Projekt, als auch wenn die ersten Konstruktionen wirklich in 3D geplant worden sind, als auch später, wenn wirklich die Anlage eigentlich fertig ist, können wir dem Kunde einfach eine Brille aufsetzen, komplett Virtual Reality-mäßig das aktuelle Blickfeld ersetzen. Anders wie bei Augmented Reality, bei dem das Blickfeld erweitert wird, sondern das Blickfeld komplett ersetzen und haben hier die Möglichkeit, ihm zu zeigen, das ist der aktuelle Planungsstand. Was hältst du davon? Man kann durchfliegen, durchteleportieren und statt zu sagen auf dem 2D ausgedruckten Plan, hey, mir gefällt dieser Punkt hier nicht, geht der Kunde irgendwo hin, fliegt durch die Anlage und sagt, das gefällt mir nicht, können wir das bitte tauschen? Also da kamen schon extrem viele tolle solche Geschichten auf. Natürlich pandemiebedingt auch etwas schwierig seit 2020 und da sind wir demnächst jetzt auch aktuell in der Findungsphase, ob es vielleicht nicht möglich wäre, mehrere solche Brillen zu organisieren, zu Kunden zu schicken und gemeinsam sich die anzuschauen, wenn man eben noch nicht so weit ist, dass man Versuche oder FAT-Samen ausführen kann, sondern noch weiterhin in der Vorfindungsphase von so einem Projekt. Damit wäre ich eigentlich bei dem Punkt angelangt, bei dem ich landen wollte. Ich habe euch alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ihr irgendwo eine Frage habt, gerne jetzt. Also ich werde mal ausprobieren mit diesem Handheben, ob ich hier Leute dazu nehmen kann. Ansonsten könnt ihr es gerne übernehmen, Christian. Und wenn ihr irgendwo mal was gezeigt werden bekommen möchtet, Bilder geschickt bekommen möchtet oder vielleicht sogar mal eine Teams-Besprechung mit mir machen wollt, wo die HoloLens mit drin ist, damit ihr es mal sehen könnt, dann kontaktiert mich gerne. Unten ist meine E-Mail-Adresse. Euch werden diese Präsentationen auch zugeschickt, soweit ich weiß, oder auf jeden Fall verfügbar gemacht. Christian nickt. Da seht ihr das auch nochmal, weil ich persönlich als alter Teams-Guru dachte eigentlich, sowas ist nicht möglich. Und plötzlich ist da diese Leiste. Deswegen biete ich das auf jeden Fall gerne an. Bin ich auf eure Fragen gespannt? Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch von mir vielen Dank für den Vortrag und mit der HoloLens. Und ihr arbeitet ja jetzt auch noch das ganze Virtual Reality aus. Das nehmen wir auf jeden Fall das nächste Mal auch nochmal mit in so einen Vortrag, weil ich denke, da liegt auch so die Zukunft. Wir hören jetzt ja danach noch was mit BIM und dann virtuelle Modelle. Also es gibt es ja schon mehr, dass man dann durch so Planungen durchgehen kann und alles. Aber
das war damals so teuer und also unbezahlbar und auch es gab niemanden, der sich damit auskennt. Ja. Und jetzt ist es einfach viel verfügbarer geworden. Man geht also schlichtweg in den Mediamarkt, kauft sich sowas. Ja? Ja. Und dann muss man halt ein bisschen Software noch haben und Knowledge, aber die Verfügbarkeit für 3D-Modelle, Virtual Reality-Hardware, das ist... Das ist wirklich also, Wahnsinn. Also das ist viel, viel mehr wirklich in den Mainstream-Sektor. Und inzwischen mehr und mehr meiner Freunde haben auch privat so eine Brille, wie auch ich. Und regelmäßig treffen wir uns abends zum Minigolf spielen, weil unsere Minigolfanlagen in der Nähe sind zu und unsere ist vor kurzem sogar geschlossen worden. Also treffen wir uns einfach abends und spielen entspannt gemeinsam Minigolf. Besprechen die Bahnen und spielen da einfach. Das ist sogar natürlich. Man geht natürlich damit um und sagt nicht, boah, ist das interessante Technik. Nein, man macht einfach. Und das ist jetzt inzwischen auch keine Spielerei mehr, sondern dadurch, dass dieses Thema Augmented Reality, Virtual Reality auch mehr und mehr Anwendungen in den Firmen findet, ist es auf jeden Fall was, wo auch viel, viel mehr genutzt wird, was ich absolut super finde. Ja. Ich sehe jetzt hier eine Frage, die ich auf jeden Fall vergessen habe zu erwähnen. Die Kosten für die aktuelle Lösung betragen sich auf etwa 3.000 Euro für die Brille, einmalig für die HoloLens-Brille. Ich glaube, so um den Dreh müsste das sein. Ich habe die natürlich nicht selbst gekauft. Und was natürlich überraschend hoch ist, für so eine Virtual Reality-Brille zahlt man gerade mal 350 Euro, aber ist auf jeden Fall auch andere Technik dahinter. Und offiziell Microsoft. Die ist von Facebook. Und deswegen 3.000 Euro etwa für so eine Brille. Und Remote Assist, Dynamics 365 Remote Assist, diese Teams-Variante, die auf der läuft, die beläuft sich auf etwa 50 Euro pro Monat pro Benutzer. Das heißt, wenn wir uns demnächst eine zweite Brille aneignen, dann wird darauf ein zweiter User laufen müssen, damit man parallel auch Events haben kann. Und dann haben wir nicht mehr 50, sondern 100 Euro pro Monat dafür nochmal Fixkosten. Deswegen gute Frage, habe ich übersehen. Gutes. Ja, also diese HoloLens, die war ja auch mal viel teurer. Oder im Gegensatz die 1er und die 2er. Wer die 1er schon mal auf hatte, der darf das nicht mit der 2er vergleichen. Weil ich hatte auch die 1er und die 2er schon auf. Die 1er war so dieser Wow-Effekt, aber man hatte gefühlt so ein Fenster zum Gucken. Richtig, ja. Das stimmt, ich erinnere mich. Und man musste ganz weit weggehen, um den Gesamtkonstrukt zu sehen. Einzufangen auch, ja, ganz genau. Ja. Ist besser geworden. Man ist nicht so einfach aufsetzen und los, so intuitiv ist es noch nicht. Man braucht schon eine kleine Einweisung. Aber wer ein iPhone bedienen kann, der lernt auch diese Brille dazu bedienen. Also, das behaupte ich auch. Ja. Eine ziemlich gute Frage, was ich auch vergessen hatte. Oder beziehungsweise die Anekdote habe ich einfach nicht erzählt. Bei der Aufnahme dieses Videos habt ihr gesehen, war es relativ sonnig in diesem Ausstellungsraum. Und wir haben es so gehabt, dass die Erkennung der Brille trotzdem super gelaufen. Ich konnte meine Bilder ganz normal oder meine Stifte, meine Striche und meine Pfeile ganz normal anbringen. Die Tiefenerkennung der Brille wurde durch die Sonne nicht beeinträchtigt. Nur die Person hat es schlicht und ergreifend einfach nicht mehr gesehen. Also egal, welche Farbe ich gewählt habe. Wir haben dann fürs Video gesagt, okay, ich mache dann da die Pfeile, gell? Also guck auf die Pfeile, weil sie hat die nicht mehr gesehen. Es war viel zu sonnig, aber ich denke ehrlich gesagt, dass das in dem Falle von unserem Ausstellungsraum ein Sonderfall ist innerhalb von einem Raum. Diese ganzen Versuche oder so, die in einem abgetrennten Raum stattfinden, die waren davon komplett unbeeinträchtigt. Aber ja, für die Baubegehungen kann ich mir dann wieder vorstellen, dass Sonne vielleicht ein Thema ist. Und da ist auch wichtig zu erwähnen, ich habe noch nicht rausgefunden, ab welchem Punkt die HoloLens überhitzt. Wir haben nämlich schon öfter mal den Fall gehabt, wir laden die parallel mit einer Power, obwohl der Akku eigentlich gut hält, sicher ist sicher. Aber nach einem gewissen Punkt, vor allem wenn es in der Sonne steht, dann war das Problem mit der Überhitzung auf jeden Fall da. Ja. Deswegen gute Frage. In dem Raum, wo ihr wart, habt ihr auch, glaube Fenster, die mit Boden gehen, ja? Also ist schön, wenn man sowas hat, aber die Normalität ist es nicht. Genau, ja. Also wenn jetzt keine Fragen da sind, weil ich sehe schon, es waren ein paar, aber also das ist ganz neue Technologie, fragt einfach. Es gibt keine dumme Frage, weil also ich denke, die Hälfte hatte sowieso noch nie eine HoloLens in der Hand, weil die sind ja auch nicht so, also günstig ist was anderes, aber teuer ist es jetzt auch nicht mehr für den Nutzen. Und wenn man ein paar, sage ich mal, aufgeweckte Jungs und Mädels im Unternehmen hat, dann kann man das eigentlich relativ einfach umsetzen. Sonst sucht man sich einfach den Dienstleister seiner Wahl aus. Der macht es einen auch.
Ja, also mit der HoloLens ist noch viel mehr möglich. Das ist jetzt Anwendungsfall. Mir war wichtig für heute, dass wir auch einfach mal was zeigen, was man wirklich macht und nicht was möglich ist, weil ich war jetzt auf so vielen Konferenzen und da wird dann immer irgendwie so ein Szenario ausgedacht, was man denn machen kann, aber niemand hat es so richtig im Einsatz. Aber hier seht ihr, das ist wirklich live produktiv und allein die Reisekosten, die man hat, da kann man sich wahrscheinlich 10 solcher Lenses kaufen. Und da ist die Arbeitszeit noch nicht reingerechnet. Und der Sprit, also das lohnt auf jeden Fall. Genauso wie diese virtuellen Konferenzen, das ist auch ein Ding, das sich einfach lohnt. Ersetzt aber aus meiner Sicht auch nicht die normalen Konferenzen. Auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall ja, die Zukunft, würde ich sagen. Ja. Motion Sickness ist ein Thema, das habe ich bis jetzt, beziehungsweise mir nahe Personen, ich nicht zum Glück, nur erfahren, wenn Virtual Reality benutzt wird, wenn also mein Blickfeld komplett ersetzt wird. Ne, bei einer virtuellen Reality-Anlagenbetrachtung, wie ich es erwähnt habe, haben wir einen riesigen Raum, in dem wir einfach abgemessen haben, wie weit man sich bewegen darf. Die Person bekommt die Brille auf, wir sehen parallel auf einem Bildschirm, was die Person sieht. Und die Person läuft durch eine Anlage. Natürlich real laufen, nur in einem bestimmten Bereich, sagen wir mal 4 Quadratmeter, 5 Quadratmeter, aber der Rest Teleportation. Und dadurch, dass dieses, was, wie ich mich bewege, sich wirklich unterscheidet zu dem, was ich sehe, bekommt man diese Motionness oder auch Sehkrankheit. Und deswegen bei Virtual Reality auf jeden Fall. Und da muss man sich auf jeden Fall immer dran gewöhnen. Deswegen sind unsere Virtual Reality Anlagenplanungen auch nie immer so lange. Meistens ein Einblick für die Kollegen, wie zum Beispiel auch mich aus der IT, der sich 3D-Visualisieren noch gar nicht so gut vorstellen kann und einfach mal sehen möchte, was der aktuelle Stand ist und einfach mal auch wirklich drin sein möchte in dieser Anlage, die Azuda geplant hat. Bei einer Augmented Reality-Brille wird mein Blickfeld nur erweitert, wie bei der HoloLens 2. Von dem her, nee, hier habe ich noch gar nichts gehört, was ein Sickness anging, weil man ja, wie gesagt, einfach sieht, wo man hinläuft. Und eine ganz tolle Eigenschaft, was die HoloLens 2 hat, was die HoloLens 1 nicht hat, ich kann dieses Visier jederzeit hochklappen, sodass, selbst wenn ich Motion Sickness habe, irgendwo das Gefühl habe, jetzt aktuell durch die ganzen Sonneneinstrahlungen kommen komische Lichtfrakturen bei mir an, dann klappe ich einfach das Visier hoch, wie in so einem Ritterhelm sieht es wirklich aus und schon ist das Thema wieder erledigt. Deswegen da nur positive Erfahrungen. Kann sogar sozusagen auch als Cappy verwendet werden, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Eure Cappy, aber gibt es zurzeit ja überall. Okay. Danke nochmal vielmals. Ich weiß, es ist immer super viel Arbeit, sowas auch vorzubereiten, dann diese Videos dann richtig herauszufinden und dann einzubauen und dann das durch auch noch genehmigen zu lassen, dann vom Chef oder Vorstand, dass man das vorstellen kann. Also vielen lieben Dank. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.